So, wir gehen mal. Ach, gleich Alchemie wollte ich eigentlich. Wie basteln wir denn Nigredo? Wir brauchen Nigredo, um unser verbessertes Bärensilberschwert hier zu bärensilbern. Nigredo. Hier muss doch irgendwo Nigredo sein. Ach, da, genau, Nigredo. Dafür brauchen wir weiße Möwe. Alles andere haben wir, weiße Möwe. Weiße Möwe, dazu brauchen wir Alraunlikör. Ich wusste es. Können wir Alraunlikör nicht selber herstellen? Nein. Alraunlikör. Das heißt, wir suchen Alraunlikör. Irgendwas sucht man ja immer. Haben wir hier einen Schankwirt irgendwo? Nein, haben wir nicht. Hat einer von den Schmieden hier Alraunlikör im Angebot? Das kann man ja Was ist nicht denn? hundertprozentig ausschließen. Ich glaube es wahrscheinlich eher nicht, aber ich gucke einfach Ich mal würde mir nach. gerne dein Angebot ansehen. Dann tu das. Oder vielleicht haben die auch Nigredo im Angebot. Ich weiß es nicht. Jede Menge edle Geschmeide. Durchdrungenen Staub. Nee. Also Alkohol hat er nicht parat. Alraunlikör, Alter. Wo kriege ich den denn her? Das rauen doch schon die Aale von den Alles Dächern, Gute. dass ich den nicht finden werde. Hüpf. Alraunlikör. Und hier, die haben hier nirgendwo eine Irgendeine hat nette es nicht erreicht. Schenke oder so, wo jemand was verkauft? Nö. Da putzt nur eine Dieser Riese. Frau den Boden ein bisschen. Der Irre. Verdammte Lüge! Der war an dem Abend in der Taverne, blau wie ein Bootsmann! Das höre ich nicht. Was nur ist los? Pass bloß auf, ich passe ja schon auf. Ist Lugos eigentlich zu Hause? War der hier oben irgendwo? Theoretisch müsste er ganz oben residieren, oder? Ich habe auch keine Lust, Respekt vor euren Bräuchen zu haben, wenn ihr mich und meine Freundin beleidigt. Dann macht mir das schon mal gar keinen Spaß mehr. Nee, irgendwie ist hier oben nichts mehr. Ich brauche Alraunlikör. Darauf läuft es doch am Ende hinaus. Die Frage ist, wo finden wir den? Bei welchem Händler? Können wir den mal abgrabbern? Ich gehe nochmal runter in den Ort. Da ist nämlich auch noch ein Händler. Das weiß ich auf jeden Fall. Vielleicht hat der ja zufällig Alraunlikör im Angebot. Sonst müssen wir vielleicht mal Schankwirte oder Alchemisten, glaube ich. Das sind so Leute, die das eventuell parat haben könnten. Ich hätte eigentlich auch die Schnellreise nach unten nehmen können, aber ach egal. Komm, wir laufen mal. Warum? Was ist das für ein jähzorniger Vater, den die gute Frau da hat, dass er sie umbringen wird? Ich glaube, es geht los. Bin ich jetzt schon unten oder? Nee, ich musste. Ah, ich habe den falschen Weg genommen. Da geht's außen rum. Genau. Ich mache einfach querfeld ein. Das geht eh immer schneller. Sei denn, wir stürzen in unseren Tod. Was gut möglich ist. Aber nein, noch nicht in den Tod gestürzt. Gut zu Fuß heute, der gute Gerald. Oh weh. Huch. Laufe ich hier in die Wäscheleine rein. Oh, hey, Händler. Zufällig treffen wir uns. Ich bin nicht interessiert an dem Schrott, den du anschleppst. Du kennst den Schrott, den ich anschleppe, ja noch gar nicht. Guck doch erstmal. Dann kannst du immer noch Nein sagen. Der hat keinerlei Alraunlikör. Der hat Alkohest. Leckeren Trockenfisch. Der ist ganz trocken. Hier, du möchtest noch meinen ganzen Schrott haben, ne? Ich seh's dir doch an. Bin ich interessiert an dem Mist, den du anschleppst, aber ich kaufe alles, was du mir gibst. Von wegen nicht interessiert. Guck mal, wie gierig der sich darauf stürzt. Das ist ja nicht mehr normal. Der hört ja gar nicht mehr auf, meinen Müll zu kaufen. Von wegen nicht interessiert. Erzähl doch nichts, Junge. Das gute Tafelgeschirr nimmt er auch noch fürs Bärenfell, hat er kein Geld mehr. Ansonsten hätte er das auch noch genommen. Bis dann. Der alte Lügenbaron. So, es gibt hier keinen Tavernenwirt. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich muss doch von irgendwem jetzt diesen Alraunlikör kaufen können.
Das lässt mich jetzt nicht los. Ich komme schon wieder vom 10. ins 10.000. Ich weiß gar nicht, was ich ursprünglich mal vorhatte, aber jetzt brauche ich Alraunlikör. Da gibt es doch irgendwo im Ort bestimmt, oder? Gibt es da einen Tavernenwirt? Ich reiß da mal hin. Wehe, wenn nicht. Dann gibt das aber Ärger. Total, ey. Ah, siehst du? Da ist einer. Wir dienen ihr. Stimmt, was man sagt. Niemand löst Ärger wie ein Hexer. Heda, Kollege. Na, was denn? Ich brauche ganz dringend. Zeig mir, was du zu verkaufen ganz dringend hast. Brauche nur ich Delikatessen. Aber ein Vagabund vom Kontinent wird es sicher nicht zu schätzen wissen. Warum disst du mich denn jetzt? Ich will doch nur Alraunlikör kaufen, den du nicht hast. Du blöde Nervsau. Leb wohl und danke für die ausgezeichnete Bedienung. Nee. Nee. Hast du schon mal überlegt, für immer nach Kertrolde zu kommen? Nee. Wir dienen ihr, der Jungfrau Mutter. Nächster Versuch. In Dingsibert, im Dingsort, bei Dingshausen. Hier, da gibt's auf jeden Fall, siehst du, da ist nämlich ein Tavernenwirt. Da gehen wir mal hin und fühlen dem guten Mann mal auf den Zahn und hoffen, dass er Alraunlikör hat. Ansonsten wird das eng. Dass wir den auch nicht selber brauen können, dass wir kaufen uns ein paar Alraun und ein bisschen Likör und mischen das zu etwa gleichen Teilen. Jetzt habe ich schon wieder keine Ahnung, in welche Richtung ich gehen muss. Ah ja, da lang. Ich markiere das am besten einfach mal. Da ist auch so ein Kräuterkundiger auf dem Weg. Da oben, da frage ich eventuell auch mal nach. Liegt ja auf dem Weg. Kann ich dich für etwas aus meinem Angebot interessieren? Ja. Vielleicht. Sofern es sich um Alraunlikör handelt. Hm? Was meinst du? Hast du Alraunlikör? Ich glaube eher nicht. Hast du Nigredo sonst zufällig? Das war so ein Pulver, ne? Hat er auch nicht. Alraunwurzeln hat er natürlich. Aber die helfen mir nicht weiter, wenn ich nicht weiß, wie ich sie zu Likör weiterverarbeite. Okay, ich suche noch den einen Tavernenwirt auf und dann, dann mache ich was anderes, weil die ganze Zeit hier auf der Suche zu sein, ist natürlich auch nicht so super spannend, glaube ich. Da können wir die Tür nehmen, ja, ne? Heda! Wirtilein! Sag doch mal, auf ein Wort. Hallo, willkommen! Selber! Was duftet hier denn so? Ist das etwa Kotze? Kotze. Mit der Alraunlikör. 12 Stück. Gib her, komm zu Papa. Ihr lieblichen Gesöffe. Geil. Danke, dass du Zeit für mich hattest. So. Ach so, Alchemie war da, genau. Yay, wir können weiße Möwe. Ich mach mal gleich 2 an der Zahl. Und dann können wir Nigredo herstellen. Tada! Ach, wie schön. Wie schön das doch ist. Und zack. So, jetzt haben wir zumindest das Nigredo. Das haben wir. Und jetzt, was wollte ich ursprünglich noch? Ach ja, ich wollte ja natürlich, selbstverständlich, hier, verbesserte Bärenausrüstung. Die wollte ich ja sowieso schmieden. Dann klaue ich mir doch hier gleich ein Boot und gehe gleich, genau da. Wo ist denn das andere? Wo ist denn das andere? Ach, da. Habe ich schon. Ja, da sind die 2. Genau. Wo sind doch noch 2 Dinger? Und dann hole ich mir noch die beiden Verbesserungen. Und dann schmiede ich mir ein ganzes verbessertes Bären-Set. Und laufe dann damit rum. Genau das habe ich vor. Genau das werde ich machen. Nichts und niemand auf der Welt. Außer vielleicht tollwütige Bären, die mich angreifen, können mich davon abhalten. Hände weg von unseren Mädchen, sonst. Es wäre wirklich doof, wenn tollwütige Bären jetzt kämen, um mich davon abzuhalten. Wäre echt unschön, aber es wäre eine Möglichkeit. Also kämen nun tollwütige Bären, ich würde sofort aufhören. Und huste natürlich noch ein bisschen, weil das jetzt schick ist, dieser Tage.
So, können wir eventuell noch eine Bootsschnellreise unternehmen, die uns näher ans Ziel führt? Die Antwort ist ja. Aber wohin? Dahin. So, sind wir gleich viel näher dran. Daumen hoch. Oh, das ging mal fix. Und dann natürlich nehmen wir auch noch das Fragezeichen mit und dann sind wir auch schon auf dem Weg. Huch, nicht in den Felsen reinfahren, nicht in den Felsen reinfahren, nicht in den Felsen reinfahren. Ah, sehr gut, nicht in den Felsen reingefahren. Ich bin ein Genie, wenn es um die Nautik geht. Ich fahre nicht in den Felsen rein. Noch nicht. Das hebe ich mir für später auf. Lass mich in Ruhe. Bist du hässlich. Geht weg. Ich hab's eilig. Ich will da zu dem Fragezeichen. Ja, ja, Schmuggler versteckt. Eventuell muss ich einmal abtauchen und Geralt, einmal abtauchen. Und dann wird Arm gebrustet. Huch, da ist einer. Wo noch? Ach, die sind noch über mir, über Wasser. Ich dachte, die wären schon... Ach guck, da ist einer. So, der Rest kann gerne mit ins Wasser kommen. Ich warte nur auf euch. Nimm mir währenddessen den Kram hier mit. Was kreischt das Viech da oben rum? Komm doch ins Wasser. Ich warte nur auf dich. Ja, siehste, da kommt doch jemand. Fein hast du das gemacht. Wenn ich dann eventuell diese Truhe noch looten. Wäre das unter Umständen möglich, Geralt? Nein, du sollst nicht in die Truhe reinschwimmen. Ich muss auftauchen, sonst ersäuft mir der Knärl hier noch. Der Kerl, wollte ich sagen. Oh toll, da hat sich jemand am Boot festgeglitscht. Wie schön, an meinem Boot, das ich noch benutzen wollte. Schön festgeglitscht. Fein hast du das gemacht, ja. Guter Kackvogel. So, hier waren nur die zwei Kisten, ne? Boah, wie ich diese Kackvögel hasse, echt jetzt. Ich geh erstmal in das Boot rein. Was machst du da? Gar nichts mehr. So. So muss das nämlich laufen. Ja, ja. Hakt man sich noch an dem Mistvieh fest. So, wir wollen eine geile Bärenausrüstung zusammenkratzen. Also, los geht's. Verbesserung des Stahlschwerts und Verbesserung der Hose. Jo, da kriegen wir hin. Das ist also diese kleine Insel. Da ist ja ein richtiges... Da ist ja eine Burg oder so drauf. Nice, nice. Die muss ich mir nochmal kurz auf der Karte angucken. Ich weiß nicht genau. Och, guck, da ist sogar ein Anleger. Da fahren wir doch mal hin, oder? Das ergibt doch Sinn. Flugs eilen wir dorthin. Vielleicht gibt es ja noch einen Wegweiser für die Schnellreise. Ich weiß es nicht. So, da wären wir. Und da sind Piraten vor Ort. Hallo, Piraten. Kerr Aluhut, wie schön. Genau, Lauge um Lauge, Freunde. Hau zu! Was hier wohl vorbei ist, du selber Missgeburt übrigens. So, die Überreste nehme ich natürlich sehr gerne mit. Piratengesocks, elendiges. Hier haben wir auch eine Schnellreisefunktion. Sehr gut, sehr gut. Ich mache mal einen kleinen Quicksave. Mal sehen, was mich hier noch so erwartet. Aha, noch mehr Piraten. Schön, wie er wirbelt, oder? So. Piraten machen mir keine Angst. Aber ich weiß ja nicht, ob die Piraten das Einzige sind, was hier haust. Nein, hier sind auch Schneehasen. Siehst du, da bin ich schon verloren. Das Böse hat einen Namen. Es lautet Schneehasilein. So, da oben müssen wir rein. Natürlich sind hier noch mehr Piraten. Nö. Du? Die hätten ja keine Zeit zum Schiss haben. Das ging alles viel zu schnell. Da sind noch mehr.
Treffer. Eine Herde Geißböcke soll dich aufspießen. Das sag ich auch immer. Sieh mal, wie viele Piraten lauern denn hier? Das ist ja nicht mehr normal, diese Menge. So, ein Hund aus Wachs, auch sehr gut. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt. Da oben sind noch mehr, aber ich will natürlich nicht verpassen, hier den Kram einzusammeln. Ich kenne mich ja, sonst beiße ich mir noch in die Genitalien, weil ich das vergessen habe. Gut, die Leute kommen auch schön hinter mir her. Wir machen erst ein paar komische Hip-Hop-Gesten. Warum auch immer. Ja, nimm das doch bitte auf. Danke. Mach den fertig! Okay. Der mit seinem Schild, Alter. So, wird mich geschildert. Ich bin gar nicht tot. Warum behauptest du das? Das verletzt mich. Da sind immer noch ungefähr 100 Stück. Ah, da ist das Symbol. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Unbedingt, ja. Wie viele 100.000? Ach, natürlich 800 Wachhunde noch. Au. Spinnst du? Ich bin schon dabei. Könnt ihr mir aufhören, auf mich zu schießen? Das ist unangenehm. So. Der schießt nirgendwo mehr hin. Oh, der auch nicht. Die sind alle so ein bisschen unter mir im Level. Das heißt, das ist beinahe ein bisschen zu einfach. Aber nur beinahe. So. So lösen wir Probleme auf Geralt Art. Einfach drauf loshacken. Einfach stumpf auf alles einhacken, bis es kaputt geht. Das haben wir an der Hexerschule gelernt. Glaube ich jedenfalls. Ich war ja nie auf der Hexerschule. Und da sind anscheinend Leute unter mir. Das habe ich auch schon gemerkt. Da werde ich mich auch gleich gebührlich umsehen. Aber erstmal gucke ich hier oben. Na, sammle das doch auch mal ein. Danke. Eine Kiste. Yes! Verbessertes Bärenstahlschwert. Tada! Das können wir... Ich könnte natürlich jetzt abhauen und damit zufrieden sein, aber wenn ich noch die roten Punkte unter mir sehe... Ne, die werde ich mir auch noch holen. Ach so, ein Fragezeichen ist da auch noch. Und hier... Och, da kommen wir nicht rein. Das ist abgeschlossen. Schade, schade. Oh, Alter, was liegt denn hier noch alles rum? Da ist mein Inventar ja gleich wieder voll wahrscheinlich. Kann ja nie voll genug sein. Da oben kommen wir aber nicht so gut ran. Da oben ist ganz viel. Alter, was haben die hier alles rumliegen, die Piraten? Das ist alles das Zeug, was die geplündert haben auf diversen Plünderfahrten. Ich vermute es ja beinahe. Und ich nehme sie ihnen alles wieder weg. Hehe. Ausgleichende Gerechtigkeit oder so. Oder ausgleichende Ungerechtigkeit. Vielleicht auch. Kommen wir da oben noch irgendwie? Ich sehe doch den Kran. Nee, da kommt er nicht rauf. Was ist hier? Da liegt so viel rum. Das ist ja gemein. Da kommt man gar nicht ran. Das ist ja fies. Na, ist wahrscheinlich eh nur wertloser Plunder. So, ich muss jetzt aber noch irgendwie nach unten. Nach unten. Da sind auch noch Piratos. Heda! Freunde der Sonne. So. Da ist auch sogleich eine Tür. Ob wir die durchschreiten können? Nein, natürlich nicht. Oh Mann, oh. Okay, da muss der Weg nach unten hier irgendwo in der Burg sein, oder? Ich sehe das Fragezeichen unten. Ich sehe sehr viele Gegner unter mir. Wir müssen irgendwie nach unten kommen. Hier gibt es bestimmt irgendwo einen Eingang, den ich nur noch nicht gesehen habe. Wie ist es denn hier so? Hier unten? Nein, eher nicht. Aber da ist ein Gebüsch. Zaunrüben. Da ging es ja nach oben. Wie sieht es hier aus? Aha, ein Treppenhaus. Aha, aha. Ich erstmal wieder nach oben, obwohl wir eigentlich nach unten wollen.
So, jetzt wollen wir nach unten. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, hier geht's tief runter. Aha. So holen wir uns das Ganze hier unten. Hey da, Piraten. Jetzt ist dein Glück vorbei. Weiter so. Au. Auge um Auge. Lauge um Lauge. Zahn um Zahn. So. Ja, die tun mir beinahe ein bisschen leid, die Piraten hier. Wenn die wüssten, dass ich irgendwie 10 Level über ihnen bin, dann würden sie eventuell auch von mir ablassen. Aber sie wissen es ja nicht. Also lassen sie auch nicht ab.